Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch die Outlands durchgekämpft, bis zum Hafen von Arc-Amar und haben da den Bruder von Markus getroffen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er genau heißt. Haben ihm einen kleinen Gefallen getan und dafür setzt er uns mit dem Schiff über. Und zwar in das ferne Land Mekelon, wo wir auch hinwollen, was unser eigentliches Ziel ist, um dort nach Hilfe zu fragen, damit sie uns im Kampf gegen die Dregata beistehen. Und wir haben Mekelon erreicht und können jetzt den Level Die Ahnen spielen. So, und beim letzten Mal haben wir ja das schöne Sturmangriff-Level gemacht. Das heißt, wir sind jetzt nochmal um 1000 Gold reicher. Na, sogar um 2000 Gold sollten es sein. War einmal die 1000 Gold, die man so sammelt, und dann nochmal 1000 Gold, weil man den Außenposten verteidigt hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig fett Kohle. 80 von 4400. Das ist nicht schlecht. Ja, ich habe hier schon mal so ein bisschen ausgerüstet. Ich muss mir gerade mal überlegen, was für ein Charakter ich denn jetzt nehme. Ich weiß so ungefähr noch, was mich erwartet. Aber ich bin mir dennoch nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird entweder auf den Halbling oder den Ritter hinauslaufen. Weil auf Magie habe ich gerade nicht so richtig Bock. Jägerin, Fernkampf ist bei mir jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Nehmen wir einfach mal den Ritter, unseren Standard-Drauf-Hau-Kumpel. Hau-Drauf-Kumpel, so rum. Krummschwert ist schon das Beste, Chaos-Schild ist das Beste, das wir haben. Besser als schwere Ambus geht's auch nicht. Mehr als 240 Bolzen können wir nicht nehmen. Na gut, wir könnten theoretisch noch drei Heiltränke nehmen. Aber da fehlt uns ein bisschen Gold. Und zwar genau 70. Ja gut, die mittlere Rüstung würde ich schon gerne behalten. Können wir irgendwie... Das wären 60. Ja, ich will nicht nur mit 60 Bolzen könnte ich in den Kampf ziehen. Dann könnte ich auch noch einen Heiltrank nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. 60 Bolzen. Ach komm. So viele Bolzen brauchen wir mit dem Ritter nicht. Wir haben ja unser Schwert. Wunderbar, dann haben wir drei Heiltränke. Damit fühle ich mich gut ausgerüstet. Dann klicke ich mal auf Spiel beginnen. Und wir schauen, was uns erwartet. Mekelon. Die Reise über den Ozean war lang und ermüdend. Sie schien niemals enden zu wollen. Jetzt stehst du an der Küste. Die Türme der Stadt Mekelon liegen vor dir. Alles scheint sehr ruhig zu sein, als würdest du schon erwartet. Aufgaben in diesem Level sind: Beweise dich in der Arena, finde Alecto, bekämpfe die Eindringlinge aus den Outlands und betanke das Luftschiff und fahre damit los. Das ist irgendwie unschön, da sind ziemlich viele Spoiler drin in unseren Aufgaben, was uns so erwartet. Aber naja, schauen wir uns mal an, was das Land Mekelon sonst noch so zu bieten hat. Ja, wir sind genau hier am Strand angekommen, da hinten. Im Nebel kann man noch das Schiff sehen, mit dem wir gekommen sind. Und ich habe schon wieder vergessen, wie der Name vom Bruder von Markus ist. Ich glaube, das wurde gerade sogar angezeigt, oder? Und ich wette, hier gibt es wieder Haie, oder? Ich will eigentlich nur gucken, ob da irgendwas an Gold unter dem Steg ist. Aber naja, das kann ich bestimmt auch vom Strand aus machen. Habt ihr sie gehört? Ja, da sind schon unsere Freunde aus den Outlands. Ein Goblin-Fanatiker. Na, komm her. Komm her, ich bin gut gegen dich gewappnet. Ich habe eine schöne Rüstung an. Hör auf, dich zu verteidigen. Ja. Ihr seht schon, ich gehe ein bisschen koordinierter vor als sonst immer. Also ich laufe nicht einfach drauf zu und schlage, sondern ich versuche auch ein bisschen nach hinten auszuweichen. Funktioniert nicht die ganze Zeit, wie man sieht, aber... Das ist eigentlich, wie man diesen Charakter auch spielen sollte. Gut, ich kann auch das Schild benutzen. Dann ist das vielleicht noch effektiver. Aber nach hinten ausweichen. Hallo? Oh, jetzt komm mal hier hoch, bitte. Dankeschön, weil du bist viel zu klein. Ich kann dich überhaupt nicht treffen. Geht doch. Na, haben wir schon wieder fast den ganzen Heiltrank weg. Na gut. So, das erste Gold haben wir eingesammelt. Jetzt interessiert mich aber, ist hier unten irgendwas? Nee, schaut nicht so aus. Na gut, dann können wir uns jetzt mal dem Strand widmen. Ja gut, verlassen die Mission in ein paar Sekunden. Das heißt, da können wir nicht lang. Dann gehen wir halt mal in die andere Richtung. Ich dachte nur, da hinten wäre vielleicht noch irgendwas. Ich habe dich gehört. Von wo werde ich beschossen? Von da. Na, komm her. Da hinten habe ich auch was sich bewegen gesehen. Ja, da ist noch ein Goblin.
Genau, komm mal her. Komm mal von oben, dann kann ich dich auch treffen. Ah, die sind viel zu klein. Na komm her. Komm. Es ist nicht wahr, oder? Ich kann ihn einfach nicht treffen. So, geht doch. Komm her. Nein, du nimmst nicht die Armbrust. Da, weg hier. Komm schon. Ich mach dich fertig. So, der Goblin-Krieger ist schon mal außer Gefecht. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch diesen Fanatiker. Der hat verdammt viel Leben. Ich würde gerne mal mit der Armbrust einfach auf ihn draufhaken. Na? Wenn ich ihn denn treffen würde. Nein, weg. Heiltrank? Wie kriege ich nochmal Heiltränke? Oh Gott. Habe ich das nicht mit E? Anscheinend. Ah, mit F vielleicht. Ja, wunderbar. Boah, das war gerade ein Schock. Wenn ich keine Heiltränke trinken kann, wie soll ich denn dann das Level hier bestehen? Wunderbar. Ein paar Bolzen. Nein, Pfeile. Giftpfeile. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Mir bringen nur normale Bolzen irgendwas. Aber das Gold hier nehme ich gerne mit. Ich habe noch mehr Goblins gehört. Hm, vielleicht war der Ritter doch nicht so eine gute Wahl. Ich habe das alles im Nahkampf irgendwie einfacher in Erinnerung. So, ich gucke mir den Strand nochmal ganz genau an, aber da hinten ist ja nichts. Da muss ich gar nicht erst in die Ecke gehen. Dann schauen wir uns doch mal hinter diesem Türmchen hier noch an. Nehmen das Gold mit. Hm. Ein Tor, das hinab zum Strand führt. Sehr, sehr interessant. Na gut. Ich finde dafür, dass da nur so ein kleiner Steg ist mit einem kleinen Ruderboot drin, ist das hier sehr, sehr imposant. Dann gehen wir mal hoch und schauen, was uns hier noch so viele Gegner erwarten. Ist natürlich doof, dass die aus den Outlands jetzt hier schon schneller gewesen sind als wir. Und den kann ich doch bestimmt überraschen. Ja? Komm her. Sehr gut. So, ein Problem weniger, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Gold. Ich frage mich auch, wie die hierher gekommen sind. Ob die auch ein Schiff hatten? Na, vermutlich hatten sie ein Schiff. Ich denke mal nicht, dass sie einen Untergrundtunnel gegraben haben. Ja, Untergrundtunnel. Tunnel sind immer im Untergrund. Na, außer sie gehen durch den Berg durch. Ist das dann immer noch Untergrund? Eigentlich schon, oder? Na, egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie auch mit dem Schiff gekommen sind und nicht irgendwie einen Tunnel gegraben haben oder so. Aber das ist ja irrelevant. Das Einzige, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist, dass wir irgendwie gegen sie vorgehen sollten. Weil sonst haben wir ein Problem. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gemäuer hier. Und da stehen auch schon ein paar Wachen, die mir nicht geholfen haben, die einfach da rumstanden. Na, was seid ihr denn für welche? Hi. Willkommen in Mekelon. Sieht alles so ein bisschen römisch aus. Das Niemand darf unseren Anführer sprechen, bevor er sich nicht in der Arena bewiesen hat. Ja, sagst du noch mehr? Kann ich jetzt reden? Anscheinend schon. Ja, das sieht alles so ein bisschen römisch aus. Also zumindest, also das hier von außen, ja, eventuell noch nicht, aber dann die Säulen passen schon so dahin. Und vor allem die Leute hier sehen aus, wie man sich so typische römische Legionäre vorstellt. Zwar nicht mit Schild und Schwert, sondern mit so einem Dolch. Aber die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Ah, alles sehr schön hier. Sehr, sehr, sehr schön. Hallo. Ja, du siehst aus, als wärst du ein bisschen höherrangig bei deinem Helm. Und der sieht auch aus wie ein Legionär. Der ist abgeschlossen. Ja, ich gehe ja schon. Kein Stress. Ich weiß, ich muss da unten hin, aber ich möchte erstmal hier hochgehen und mir angucken, ob ich hier nicht noch irgendwelche Sachen finden kann in aller Ruhe. Hallo. Niemand darf unseren Anführer sprechen, bevor er sich nicht in der Arena bewiesen hat. Ja, du nach deinem Helm bist wohl ein ganz Hochrang. Ja, und du hast auch so ein Schild, ja. Dein Kollege auch, aber der hat nicht so einen Helm. Der hat irgendwie da nur zwei Besen, drei Besenbommel obendran. Na gut. Ich glaube, hier war nämlich irgendwo. Ja, da ist Gold auf dem Schild und da hinten ist Gold. Das möchte ich haben. Deswegen bin ich erstmal hier hochgegangen. Dann müssen wir uns hier auf dem Vorsprung entlang laufen.
Dann kommen wir da hinten hin. So. Solange hier noch keine Gegner sind, falls hier irgendwie noch Gegner kommen, möchte ich das doch in aller Ruhe einsammeln, bevor ich mich wirklich mit denen auseinandersetzen muss. Komme ich hier raus? Nein, ist auch abgeschlossen. Na gut. Dann versuche ich mal noch das Gold auf diesem Schild dazu bekommen. Wunderbar. Aua! Naja, ich muss sowieso mal einen Heiltrank trinken. Aber der hätte mich jetzt vermutlich komplett geheilt. So habe ich noch ein kleines Stückchen, das nicht geheilt ist. Hallo. Na, ihr habt blaue Schilder. Ich hätte gerne den Schild da oben, den roten. Der sieht irgendwie cool aus. Wobei, ich habe einen Totenschädel auf meinem Schild. Der ist viel cooler als eurer. Haha. So. Gehen wir mal hier rein. Das sieht doch aus wie einer... Naja, eigentlich sieht es nicht aus wie eine Arena. Aber das hier ist die Arena, in der wir uns beweisen müssen. Und ich hoffe, der Ritter war eine gute Wahl. Jetzt kommen nämlich immer erstmal unsere Freunde, die Werwölfe. Es tut mir leid, dass ich euren Kumpel damals im Dorf getötet habe. Seid ihr mir böse? Na, anscheinend schon. Aber das geht doch. Komm her. Komm her. Oh. Irgendwie hat er mir Leben abgezogen. Das finde ich gar nicht gut. Los, mach Platz. Sitz. Spiel toter Werwolf. Los. Los, spiel toter Werwolf. Braver Junge, braver Junge. So, du auch. Na, du bist nicht richtig erzogen. Na komm. Wo ist denn der Große hin? Den habe ich doch noch nicht besiegt. Ich habe Angst, dass er mir gleich in den Rücken fällt. Irgendwie treffe ich den nicht, oder? Der macht die ganze Zeit Schaden an mir, aber ich mache keinen Schaden an ihm. Hallo? Oh, dann nehmen wir mal die Armbrust. Geht doch. So, wo ist jetzt denn dein großer Kumpel hin? Oh. Heiltrank. Nein! Ich wollte das andere Zeug doch noch einsammeln. Ich fordere euch heraus. Okay. Ein Ahnenkrieger. Ein Legionär mit einem großen Hammer. Das finde ich unschön. Bleib mal stehen, ich will dich treffen. Vielleicht will ich doch mehr Bolzen mitnehmen sollen. Hallo, das war doch eindeutig getroffen. Oh Gott, oh Gott. Na komm. Ja, ja, mach schön Schaden. Haha, gegen mein Schild. Hättest du vielleicht auch mitnehmen sollen. Vielleicht den Schild, der über dem Eingang hing, hä? Ah, jetzt kann ich mir mehr aussuchen. Aber jetzt kann ich nicht mehr das Juwel nehmen. Ich hätte das Juwel nehmen sollen. Dass ich aussuchen konnte. Ich habe den Heiltrank genommen. Das war vielleicht keine so gute Idee. Muss ich den Level dann nochmal machen? Und jetzt? War es das schon? Oh, da ist ja ein Ork. Ein Toter. Ich hätte aber gern das Juwel noch mitgenommen. Oh. Diese Leute aus Seelenheim. Okay, das sah aus wie der römische Imperator, bloß mit Elfenohren. Ich weiß nicht, ob du das... Ich bin Abschaum? Na, komm, dir zeige ich's. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der hatte tatsächlich irgendwie so spitze Ohren, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr, sehr interessant. Na komm. Du kannst nichts. Du sollst ein Kommandeur sein. Du triffst mich ja nicht mal. Na komm. Du hältst nur viel aus. Aber ich glaube, das ist eine gute Strategie, einfach den Schild mal zu benutzen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich glaube, das hätte mir viel Ärger erspart. Na komm. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade nicht so spannend, dieser Kampf hier, in dieser Arena. Vor allem, weil wir nichts Neues sehen, sondern nur dieses eine Becken hier. Ich frage mich, warum da so blaue Sachen hochkommen. Stellt das unser Mana wieder her? Hm. Ist natürlich doof, dass wir kein Mana haben. So, ich kann einen Schlüssel wählen und ich kann hier Zeug wählen. Ja, okay, ich kann jetzt alles einsammeln. Aber ich vermute fast, ich hätte am Anfang statt dem Heil... Also ich habe ja da vier Sachen zur Auswahl gehabt und ich habe einen Heiltrank genommen, weil ich dachte, ich könnte alles nehmen, aber ich hätte auch einen Edelstein nehmen können. Das hätte ich vielleicht tun sollen.
Na, da komme ich nicht durch. Aber wir haben den Schlüssel bekommen. Das bedeutet wohl, wenn wir diesen Imperator sehen, den Präfekten, den Cäsar. Nein, können wir nicht. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück und schauen, was wir jetzt so tun können. Ob wir mit dem Typen reden können. Hallo, ich bin euer Neuer. Du hast deinen Mut bewiesen, Fremder. Natürlich. Der Anführer wird dich empfangen. Ach, sehr, sehr schön. Na gut, dann treten wir ihm mal entgegen. Dumm, die dumm, die dumm. Aber ist echt rotzig hier. Ich weiß nicht, ob ich hier wohnen wollte, weil es ist alles gefliest, alles kalt. Du hast tapfer gekämpft. Alecto will dich nun sehen. Alecto, der Anführer. Die Türen sind irgendwie komisch, weil da so ein Balken in der Mitte ist. Du kannst gar nicht hier lang gehen und dann die Flügeltüren gehen auf und du gehst da einfach in der Mitte durch. Nein, du musst dieser Säule hier ausweichen. Das ist nicht schön. Ihr habt keine guten Architekten. Nein, nein, nein. Zumindest keine guten Türenarchitekten. Und ein Checkpoint. Den aktivieren wir mal. Bist du Alecto? Nein, du bist ein Legionär. Da kann ich nicht rein. Na gut, haben wir noch irgendwo hier Gold? Habt ihr irgendwo eine Schatzkammer oder so, in die ich noch eindringen kann? Das fände ich irgendwie sehr, sehr schön. Ich vermute mal, hier kann ich auch nicht rein. Nee, war ja klar. Na gut. Dann schauen wir uns doch mal im Thronsaal um. Das ist voll der hässliche Thronsaal. Ganz ehrlich, das ist ein Raum ohne Fenster, ohne irgendwelche Dekoration. Nee, hier wollte ich nicht auf dem Thron sitzen wollen. Ist irgendwas hinter dem Thron versteckt? Nö. Ja, Eure Majestät, ich schaue mich hier nur gerade so um. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Ich habe jeden eurer Schritte beobachtet auf eurer kleinen Reise. Ihr habt einen langen Weg hierher zurückgelegt und ich glaube, dass wir ein ähnliches Problem haben. Ihr sucht unsere Hilfe gegen die Dregata. Die Magie von Selenheim ist auch in unseren Ländern zu Hause. Ohne jeden Zweifel werden sie schon bald die Invasion gegen uns ausweiten. Haben sie das nicht schon längst? Es gibt ein anderes Problem, das zunächst gelöst werden muss. Der Pass von Kamsara ist sehr schmal, wie ihr wisst. Und bereits eine Handvoll Männer kann dort ein ganzes Heer auslöschen, wenn sie die Stellung halten. Der Pass war unter unserer Kontrolle. Jedoch wurde er von den Dregata infiltriert und übernommen. Wenn wir euch helfen sollen, dann muss die Festung zerstört werden, damit unsere Männer sicher passieren können. Und ich glaube, dass der Einzige, dessen Stärke für diese Aufgabe ausreicht, der legendäre Magier Zael ist. Er scheint mit der Art Zerstörung, die hierfür nötig ist, bereits einige Erfahrung zu haben. Ich habe gehört, dass er noch leben soll und dass er zuletzt an einem See im Norden gesehen wurde. Wenn ihr diese Aufgabe erledigt, werden wir euch die gewünschte Hilfe zukommen lassen. Wir haben kürzlich erst unser Luftschiff repariert. Besorgt euch einen gefüllten Treibstoffbehälter und ihr könnt es benutzen, um euer Ziel schneller zu erreichen. Eure Hoheit, sie kommen! Landungsboote. D-Day! Na gut. Es scheint, dass ihr euch beeilen solltet. Dann haben wir jetzt was zu tun. Ja, Zael. Falls ihr euch zurück an das Intro erinnert. Hallo, wollt ihr auch... Ach so, beschützt euren Typen da. Hallo? Aua? Wollt ihr mir helfen? Leute, da steht der Feind. Ja, genau. Kämpft mal gegen den. Ich kümmere mich mal um den Goblin. Stirb! Na komm, stirb! Geht doch. So, ich möchte da wieder rein. Hallo? Hallo, da ist ein Gegner drin. Der könnte noch Gold bei sich haben. Wollt ihr mich verarschen? Ist nicht zu glauben. So, wo war ich stehen geblieben? Zael. Ja, das ist... Der war irgendwie einfach zu besiegen. Zael war der Magier, der im Intro des Spiels erwähnt wurde. Und der hat damals den Dämonen Vatar besiegt. Falls ihr euch erinnert. Wo komme ich denn überhaupt lang? Also da ist das Luftschiff.
Das ist schon mal klar, aber ich glaube, ich muss erst noch woanders hin. Ich schaue mich einfach mal in aller Ruhe um. So, du kriegst erstmal einen Bolzen in den Kopf. Und dann gehe ich doch nochmal woanders lang. Ja, er hat damals eben diesen Dämonen verbannt. Und dabei ist dieser Riss um die Enklave entstanden. Beziehungsweise dadurch ist überhaupt erstmal die Enklave entstanden. Genau, mach mal das und dann kann ich hier mit dem Pfeil schießen, wenn ihr nicht im Weg stehen würdet. So, du kämpfst schon mal erstmal nicht weiter. Hilfe, Hilfe, weg, 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 weg. Na, ob die uns wirklich so eine große Hilfe sind, wenn ein Berserker-Zerstörer die mal eben so ausschaltet und selber kaum Schaden nimmt. Oh Gott, ich brauche einen Heiltrank. Sehe ich gerade. Aber erstmal muss dieser Berserker dran glauben. Komm. Sehr gut. So, dann schauen wir uns hier unten nochmal genauer um. Denn hier sollte jetzt auch noch was sein, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Idiot. Wir sind ja eigentlich da hochgekommen, ohne an dir vorbeizulaufen, ne? Bist du etwa auf deren Seite? So. Und ihr seid auch noch... Moment, da fehlt einer. Da waren früher zwei. Hier unten ist aber keiner, oder? Ah, schaut nicht so aus. Na gut. Dann können wir die Arena doch hinter uns lassen. Aber ich möchte nochmal schnell am Strand vorbeischauen. Wieso? Guck mal, hier habt ihr das geschafft mit den Flügeltüren, wo nichts in der Mitte ist. Da kann man einfach durchlaufen, ohne irgendwie so einer Säule ausweichen zu müssen. Aber hier habt ihr es nicht geschafft. Ach, ich komme gar nicht mehr zum Strand. Na gut, aber ich müsste jetzt durch die Tür hier durchkommen. Deswegen bin ich ja nochmal hier runtergegangen. Ja. Oh, ein Ork-Oberst. Und ich finde das gar nicht gut, dass ich gerade unter Beschuss bin. Ja, komm, kämpf du erstmal. Du schaffst das schon. Na, vermutlich nicht, aber das ist mir egal. So. Dann wird es für mich ein bisschen einfacher. Ja, so bombardiere, wenn ich mir überlege, wie lange wir für die am Anfang gebraucht haben, dass sie schon ernstzunehmende Gegner waren. Jetzt mittlerweile zwei Schläge mit unserem Schwert und sie sind tot. Das ist schon nicht schlecht, was wir mit der neuen Ausrüstung alles machen können. Da schießt noch einer auf mich, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ach, von da oben. Pass mal auf, dann gehen wir hier um die Ecke. So. Dann kann der uns mit den Bolzen nämlich nicht treffen. So, jetzt müssen wir nur irgendwie den noch ausschalten. Pass mal auf, ich nehme ja auch die Armbrust. Ah, ich kann nicht so gut zielen. Irgendwie hat das kaum Schaden gemacht, oder? Ach, was soll's. Dann gehen wir halt doch in den Nahkampf. Du sollst doch nicht... Ah... so klein sein, dass ich dich nicht treffen kann. Wir sind zu schnell, den kann ich nicht ausweichen. Den Schlägen. Dann stirb halt. Geht doch. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht aus wie Gas. Erdgas. Ja, damit müssen wir... das ist der Treibstoff, den wir brauchen für den Zeppelin, für das Luftschiff. Allerdings müssen wir erst noch einen Behälter finden, in den wir das Gas reinpacken können. So. Gucken wir uns mal an, ob wir einen finden können. Ey! Was soll denn das? Aus dem Hinterhalt? Das ist aber nicht nett. Und vor allem, wie viel der aushält. So, da war doch irgendwo gerade noch ein Ork. Komisch. Hast du gerade auf mich geschossen? Vermutlich schon. Sag mal, wo ziehst du eigentlich hin? Naja, du warst halt kein guter Schütze, dann musst du eben sterben. So ist das nun mal im Krieg. Und wenn ihr hier anlandet, dann ist das schon irgendwie Krieg, oder? Und ihr habt ja sowieso gegen Zehlenheim Krieg. Ja, genau, hinter Säulen verstecken. Dein Kollege hat weniger ausgehalten. Boah, das ist ein Fanatiker. Kein Wunder, dass der so viel aushält. Na, oh, komm, geh raus. Ich möchte hier raus. Geht doch. So, komm mal her. Genau. Lauf nicht weg.
das wird ja auch nichts nützen. Gold, Gold, Gold. Vielleicht. Nee, ich glaube, ich musste. Ein Heldhorn. Ich glaube, ich musste tatsächlich einmal das Juwel in der Arena aufsammeln. Das ist jetzt ärgerlich. Also, ich vermute mal, ich glaube, das bringt 50 Gold oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wenn ich die 50 Gold noch hätte, ich glaube, dann kann ich hier noch 40 Gold finden, auf jeden Fall. Aber wenn mir am Ende noch 50 Gold fehlen, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich sie finden kann. Hallo! Ja, komm, ein Bombardier, das ist jetzt nicht so das Problem. Nur dein Ork-Oberst daneben ist irgendwie ein bisschen unschön. Der hat den gleichen Schild wie ich. Aber er sieht irgendwie gefährlicher aus damit. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass er ein Ork ist. Wobei mittlerweile mit meiner Rüstung sehe ich auch ganz schön böse aus. Und irgendwie ein bisschen lächerlich, weil die Hörner an den Seiten sind irgendwie... Wofür sollen die gut sein? Da kann einen nur einer dran festhalten. Aua. So. Also lasse ich mich doch nicht gefallen von so einem Ork-Oberst. Ich bin der Held dieses Spiels. Oder zumindest einer von den Helden dieses Spiels. Ja, hier waren wir schon. Das ist der Innenhof zum Thronsaal. Und ich möchte jetzt nochmal gucken, ob ich wieder in diesen Thronsaal reinkomme. Weil da war ja noch der Berserker drin. Nö. Die haben einen Berserker reingelassen und dann hinter mir abgeschlossen, als ich raus bin. Sehr, sehr intelligent. Aber naja, gut. Wenn er noch Gold dabei hat, ich muss den Level wahrscheinlich sowieso nochmal... Wo kommst du jetzt her? Bist du nicht der Typ, der in den Thronsaal reingerannt bist? Ne, komm. Die Klinge geht durch dich durch, aber trifft dich nicht. Was soll denn der Mist? Aber ich finde es schön, dass du gerade nicht angreifst. Du kann ich dich in aller Ruhe fertig machen. Na komm. Au, au, au. Ja, das ist das Problem an den Berserkern. Die haben unglaublich viel Rüstung. Und wenn sie einmal zuschlagen, wächst da kein Gras mehr. Ihr habt gesehen, ein Schlag, 41 Schaden. Das ist nicht so schön. Und ich selber immer nur so 27. Aber ich komme noch ins Ziel nicht rein, oder? Nö. Komisch. Naja. Egal. Gucken wir uns nochmal hier auf der Seite um. Oh, Moment, hier geht's noch nach rechts raus, ne? Oh, hallo. Ach, hatte ich dir nicht einen... Nee, die hatte ich nicht einen Pfeil verpasst, oder? Doch, eigentlich schon. Oder bist du ein anderer Ork? Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Fluggoblins. Na super. Stirb, stirb, stirb. Oh Gott. Wie viel sie einfach aushalten. So, jetzt kommt mal her. Ein Goblin-Krieger. Du solltest nicht so die große... Drei Goblin-Krieger. Okay, ich dachte, das eine wären irgendwie kleinere Goblins. Aber ihr stellt jetzt nicht so die große Gefahr dar, Gott sei Dank. Na komm. Vor allem, weil er nicht in den Fernkampf geht. Das finde ich schön. Hallo. Stirb. Dankeschön. So. Kam der einfach mit dem Gleiter. Vielleicht sind die auch hierhin geflogen zum Teil. Also einmal mit den Landungsschiffen, mit den Landungsbooten, die wir gesehen haben. Das so ein bisschen aussah wie eine Normandie. Und dann einmal mit den Gleitern. Ha. Das ist ja fies. Ich will auch so einen Gleiter haben. Ansonsten scheint hier jetzt gerade nichts mehr zu sein. Was ist denn hier um die Ecke? Hilfe! Na toll. Das sieht aus wie ein Treibstoffkanister. Und Halleluja, hört mal auf. Ah, das ist hier oberhalb der Arena. Nee, nee, nee. Das geht so nicht. So, kommt bitte hierher. Aber wie viel Schaden die einfach machen. Ich komme überhaupt nicht gegen die... Hallo? Ich kann nicht gegen die kämpfen, weil wenn ich mein Schild wegmache... Dann werde ich ja mit Bolzen gespickt. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, das ist doch nur ein Goblin-Krieger. Mach ihn fertig. Na toll. Na gut, ich hätte wahrscheinlich sowieso nicht alles Gold gefunden. Ich habe trotzdem keine Heiltränke mehr. Aber ich glaube, einen habe ich erwischt, oder? Oh, da warten sie schon auf mich. Komm her.
So. Genau, gib mir mein Gold wieder. Ja, einen hatte ich erwischt, da liegt das Gold. Aber einer sollte noch übrig sein. Ich habe auch irgendwo gerade was kämpfen gehört. Ja, genau, ein Fanatiker. Komm, du stirbst ja. Wie viel Schaden ich schon wieder gemacht bekommen habe. Geht doch. Ja, jetzt kriege ich einen Heiltrank. Jetzt kann ich den auch nicht mehr gebrauchen. Hm. Wo geht's hier lang? Nirgendwo hin. Na gut. Ja, da unten ist die Arena. Wo uns, hier von hier aus hat uns dieser Julius Caesar-Verschnitt mit Elfenohren beobachtet. Und wir sind eigentlich nur hier dran interessiert. Und zwar haben wir den Treibstoffbehälter oder einen Treibstoffbehälter gefunden. Und wir haben ja schon gesehen, wo wir jetzt unser Benzin herkriegen, das Erdgas. Deswegen gehen wir da jetzt zuerst hin. Und dann können wir zum Luftschiff und damit abheben in den nächsten Level hinein. So, die Tür öffnen wir nochmal. Das war auf der anderen Seite irgendwo, da so in die Richtung. Ich überlege gerade, was am sinnvollsten ist. Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn ich jetzt hier rechts gehe und dann direkt nach nebenan. Es ist zwar noch nicht da und ich muss noch ein kleines Stückchen laufen, aber... Ja, da hinten durch die Tür war das. Hopp. Na, komm, geh. Gehst du wohl raus? Dankeschön. Du kannst später noch baden, wenn du die Welt gerettet hast, okay? Ist das ein Deal? Ich weiß, du warst unten in der Hölle. In diesem... Genau, füllen wir den mit Gas. Dumm, 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 dumm. So. Jetzt haben wir einen Treibstoffbehälter. Ich weiß, du warst unten da bei der Lava und es war sehr heiß und warm und bist bestimmt total verschwitzt und stinkst wie ein Iltis. Aber hey, ich glaube, es ist wirklich sinnvoller, wenn du die Welt rettest. Vielleicht haben sie ja ein Bad auf dem Luftschiff. Hm? Dann kannst du da baden, während ihr unterwegs seid. Aber jetzt musst du bitte erstmal hier die Welt retten, okay? Klingt nach dir, ne? Sehr gut. So, das ist also das besagte Luftschiff. Ein großer Zeppelin. Und irgendwie mit Fischflossen dran, ne? Sieht so, wirklich so ein bisschen aus wie ein Fisch. Eigentlich mal ein ziemlich cooles Design. Und hier noch irgendwo Gold. Ja, nein, haben wir nicht. Gut, dann fehlen mir 10 Gold, weil ich gestorben bin. Und 50 Gold, weil ich das Juwel nicht eingesammelt habe, sondern stattdessen einen Heiltrank. Gut, dann weiß ich ja zumindest, wo ich das Gold verpasst habe. Und ihr wisst es auch. Also kann ich ohne Probleme den Level offscreen nochmal spielen. Ruhm und Ehre dem Imperium. Um halt nochmal alles Gold zu sammeln, weil das will ich wirklich machen. Gut, dann springen wir mal in dieses Luftschiff rein. Leider kein Bad an Bord. Das tut mir leid, aber hey, du kannst damit wenigstens... Jetzt ist mir irgendwas runtergefallen. Kannst damit wenigstens schneller fliegen. Und wir können auch noch Bomben runterwerfen. Ist das cool. Na gut. Dann wollen wir jetzt zum See im Norden, um Zael zu finden, den Magier. Ich bin mal sehr gespannt, was der so kann. Ist aber irgendwie sehr langsam unterwegs, oder? Ah, jetzt hängt es langsam Fahrt auf. Aber es ist trotzdem langsam unterwegs. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich der Propeller nur so langsam dreht. Ja, na gut. Es wurden 340 von 400 Goldstücken gefunden. Und für deinen Sieg über die Drägata wirst du von Alektoreich belohnt. Nochmal 400 Goldstücke als Belohnung. Das ist doch schön. So, dann haben wir eine neue Mission. Das Heiligtum. Und haben jetzt bestimmt... Against the Outland invasion, something seemed oddly amiss. The ancestors had been estranged from their brothers in Selenheim longer than anyone could remember, yet very little negotiation was needed for them to accept the perilous request to send aid against the hordes of Dregatar. The eager offer to assist their downtrodden brothers came at only one request. Destroy the fortress of Kamsarah. The Pact of Jifuro forbid such destruction, but the ancestors explained that it was their only hope of reaching the battle in time. For the pass of Kamsarah, held tightly by the enemy, was the only obstacle in the fastest route to Selenheim. Being a narrow path, Kamsarah was easily defended. It allowed very few men to keep an entire army at bay if need be, and it would be far too difficult if it were not destroyed. Desperate times called for desperate measures. The legendary High Wizard Zael was their last hope.
known as the Scourge of Vatar, the Bane of Zyrana, the man who severed the world. Zael must be found. If he still lived, and they were able to find him, would he help them? And what cost would the world pay this time for its salvation from evil? Ja, das war Mekelon, das erste und letzte Mal, dass wir da gewesen sein werden, zumindest auf der Seite des Lichts. Und als nächstes haben wir dann hier das Heiligtum an diesem See. Man kann es nur so halb erkennen, dass dahinter ein See ist, hinter dem Symbol. Und da wollen wir ja den Zauberer finden. Und ich gucke jetzt nur noch mal schnell an, was wir jetzt Schönes an Ausrüstung bekommen haben, noch zusätzlich. Also garantiert wieder ein neues Schwert, ein Bastardschwert. Ja, sieht irgendwie nicht aus wie ein Bastardschwert, weil Bastardschwerter sind ja eigentlich eineinhalb Händer. Und irgendwie, also das davor, dieses Krummschwert sieht irgendwie schwerer aus, aber egal. Wobei, das ist länger, keine Ahnung, ich kenne mich mit Schwertern nicht so richtig aus, deswegen will ich da gar nichts drüber sagen. Dann haben wir den Schattenschild. Ich könnte auch mal vorlesen, was dazu steht. Schattenschild. In der Unterwelt gefertigt, bietet dieser ungewöhnlich geformte Schild besten Schutz. Ja, sieht cool aus. Und Bastardschwert. Mit seiner furchtbaren Klinge kann diese Waffe Gegnerscharen niedermähen. Das haben wir eigentlich dann auch noch an Äxten und so bekommen. Da haben wir jetzt eine Großaxt. Wenn du einmal das Innenleben feindlicher Rüstungen erforschen willst. Sehr cool. Die sieht auch ziemlich blutig schon aus. Vielleicht nehmen wir die beim nächsten Mal. Und dann haben wir noch den Chaoshammer, der Überbringer des Chaos. Wahre Krieger haben ihn zu schätzen gelernt. Der sieht schmerzhaft aus. Na gut, aber ich werde erstmal das Schwert ausrüsten. Schattenschild haben wir gerade schon gehabt. Armbrust. Eine Repetierarm. Oh, ist die teuer. Von den Gnomen entwickelt, kann diese Armbrust schnelle Salven verschießen. Ja, das kennen wir ja bereits. Eine Armbrust, die so ein Magazin oben drin hat. Haben wir schon eine neue Rüstung? Nein. Heiltränke haben wir auch nur 3. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch sogar 240 Bolzen mitnehmen und habe meinen Ritter zumindest voll ausgerüstet. Das ist doch cool. Na gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und dass es endlich mal wieder weitergegangen ist. Ich weiß, zur letzten Folge hin hat es jetzt sehr lange gedauert, bis was Neues kam, weil ich momentan einfach nicht so viel Zeit habe. Ich hoffe aber, dass sich das wieder ändert. Spätestens, wenn ich Semesterferien habe, wird sich das wieder ändern. Und das dauert aber noch 2 Monate. Also, im schlimmsten Fall 2 Monate bis zum nächsten Video. Aber ich hoffe, dass ich vorher nochmal dazu komme. Ich möchte ja auch vorankommen, ich möchte ja auch spielen, ich habe ja Spaß dran. Aber wenn die Zeit fehlt, was soll man machen? Na gut, ich würde mal sagen, das reicht auf jeden Fall dicke für eine Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. 40 Minuten? Irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten. Auf jeden Fall wieder sehr lang, deswegen will ich das jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen. Sonst schreckt das wieder einige Leute ab. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.